Ja, hallo ihr Lieben, es gibt ein ganz schnelles, kurzes Update. Denn ich hatte euch ja das letzte Video gezeigt, hatte ich euch ja diesen großen Scheibenbedini vorgestellt, den selbstgedruckten. Hier wäre jetzt noch die richtige komplette Variante. Genau, und das war ja die Version halt so, wie es halt hier so ist, ne? Jetzt kann man natürlich Fan von sein oder man sagt, nee, sieht mir zu sehr gebastelt aus. Deswegen dachte ich mir, Mensch, warum machst du das denn nicht so, ne? Also im Prinzip ist das Grundgerüst das gleiche, halt nur ohne diese Anschlüsse hier an der Seite und ohne diese, ja, Platine kannst du ja nicht sagen, aber ohne diese Verschraubungsmöglichkeit, so nenne ich das jetzt mal. Und ja, habe im Prinzip hier einfach nur ja, einen Schlitz reingedruckt, sodass ich im Prinzip auch eine Platinenversion im Prinzip mit anbieten oder vielmehr aufbauen kann, wo du halt relativ flexibel bist mit den Transistoren. Das heißt, du kannst da deine eigenen Experimente machen, du kannst deine eigenen Transistoren reinschrauben. Du hast halt hier auf der Seite, das ist der erste Prototyp, muss ich dazu sagen, auf der Seite jetzt links ist der Ausgang, ganz normal Bedini-Ausgang, und hier rechts wäre dann der Eingang. Und hier zum Beispiel ist auch der Spulenanschluss. Und das, was ich vergessen habe, was mir jetzt im Nachgang eingefallen ist, hier würde ich dann ganz gerne auch nochmal so eine, ja, das ist eine Vierer, das war klar, dass ich die jetzt erwische, so eine Dreier Klemme reinmachen, damit du halt dann auch zusätzlich noch diverseste Potis einbauen kannst. Ich habe jetzt hier erstmal ein 5 Kilo Poti, das sind so die ich jetzt zum Basteln immer nehme, ne? Und ja, wie gesagt, hier mit der Kabelführung. Also entweder mache ich die Platte kürzer, ne, dass der, also dass hier die 2 cm, sage ich jetzt mal, wegkommen, sodass die Platine näher hier ranrutscht. Gut, oder man ist halt relativ flexibel, weil du kannst ja hier auch noch eine größere Scheibe reinbauen. Ja, weiß ich jetzt also noch nicht. Ich glaube, ich werde das wohl um 2 cm nochmal kürzen, das ganze Thema, ne? Aber im Allgemeinen funktioniert sehr gut. Ich habe es jetzt natürlich gerade intelligenterweise nicht vorbereitet. Upsa. Denn ich wollte hier noch an der Seite, wollte ich tatsächlich noch einen anderen Anschluss, also hier Kabel rausgehen lassen, sodass du es halt vernünftig anschließen kannst. Soweit war ich jetzt noch nicht. Ich mache mal kurz auf Pause. Ich muss mich mal einmal an die Seite legen, wo ich gerade ohne Stativ filme. So, und da habe ich jetzt erstmal soweit alles aufgebaut. Also hier am Eingang machen wir es mal auf 12 Volt wieder. Ja, 12,5 ist klar. So, man sieht es hier an der Glimmlampe, dass da was passiert. Und von der Stromaufnahme geht es. Das liegt aber auch, wie gesagt, daran, weil der halt so ist es intelligenter, weil der Abstand relativ groß ist zu der Eisenspule, zum Eisenkern. Von der Sache her ist das okay. So, jetzt hat er ein bisschen hochgedreht. Und er läuft sehr, sehr ruhig. Also wie gesagt, vibrationstechnisch ist nichts. Von der Optik würde man immer sagen, der eiert. Also er macht halt so ein bisschen die Bewegung, aber das ist kein Problem. Das ist vor allen Dingen auch für den ruhigen Lauf kein Problem. Also du kannst den Finger drauflegen. Das Einzige, was du spürst, ist das Schalten der Trafospule, sage ich jetzt mal. Das hört man ja auch immer, dieses ganz leichte, typische Bedini-Geräusch. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Man wird ja immer denken, das ist ein mechanisches Geräusch, ist es aber de facto nicht, sondern einfach nur die Magnetfelder, sag ich jetzt mal. Und das ist das Einzige, was du hier merkst, wenn du hier einen Finger drauf hast. Ansonsten merkst du hier gar nichts. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt so der etwas neuere, aber auch erste Prototyp davon, wo du halt im Endeffekt mit Platinen arbeiten kannst, wo du alles schön sauber aufgebaut vorfindest. Oder halt eben auch selber, je nachdem, wofür ich mich dann letzten Endes dann entscheide, weiß ich es noch nicht. Aber ich denke mal, das ganze Ding gefällt mir wesentlich besser wie das. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so seht. Genau, hatte ich jetzt, als ich das Ding gemacht habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das auch so machen kann. Also ich sag mal, manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen, kommt man einfach nicht. Wer jetzt fragt, was ist denn hier mit Schaltplan? Ja, das habe ich hier auch schon tausendmal gezeigt. Das ist der ganz normale klassische Bedini-Schaltgang, genau, Schaltplan. Nur habe ich halt mit 02er als Trigger gearbeitet und habe 100 und, jetzt muss ich lügen, 100, was habe ich denn?
glaube, 170, 180 Windungen drauf und habe dann mit 03er gearbeitet als Power. Und da habe ich dann, was habe ich denn da? Ich glaube 290, also eine ganze Ecke mehr. Die Sicherung habe ich jetzt in dem Fall jetzt erstmal weggelassen, aber wie gesagt, das ist ja für den Bedienendings erstmal auch Banane. Hier habe ich jetzt einen 100 Ohm Widerstand genommen und habe halt entsprechend 5 Kilo Ohm Poti genommen, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Die 1N4007, klar, ist so eine klassische Diode. Ich habe Ultra-Fast-Dioden genommen, die sind halt auch bei meinen Bedinis mittlerweile drin verbaut. Aber wie gesagt, so vom Prinzip her funktioniert das alles auch so, wie ihr das halt hier seht. Glimmlampe 60 Volt, kennt ihr. Transistor, klar, ist jetzt hier ein anderer, ist kein 2N3550, sondern der hier ist das. Der geht eigentlich auch bei Bedini immer ganz gut. Aber wie gesagt, da gibt es ja von bis, ne? Also das, denkt dran, das ist immer nicht das Perfekteste. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere. Deswegen ist das eigentlich mit dieser Experimentierplatine gar nicht mehr so verkehrt. Ne? So, genau. Und wie gesagt, hier der ganz normal klassische Bedini-Schaltplan. So im Endeffekt habe ich es aufgebaut. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten entsprechend Bauteile technisch verändert. Aber das tut eigentlich der ganzen Sache keinen Abbruch. Das Ganze würde auch so funktionieren, so wie es hier aufgebaut quasi oder aufgezeichnet vor euch liegt. Ne? Genau. Also ich denke mal, das ist eine ganz schöne Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten Tage viel damit rumexperimentiert, rumgespielt. Mich persönlich macht es halt auch ein bisschen an, dass du halt hier die Höhe verändern kannst. Ne? Das hat mich immer vorher bei meinen anderen festen Aufbauen, wo ich mit Winkeln gearbeitet habe und alles, das fand ich halt immer ein bisschen sehr störend, dass das halt eben nicht ging, nicht so einfach ging, sagen wir es mal so. Und halt durch einen 3D-Drucker, ich zeichne das gerade güst und fertig ist und ne, es ist halt schon geil, muss ich wirklich sagen. Ne? Wie gesagt, auch hier mit dem PETG-Material, das ist auch relativ stabil, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Ding rundum ziemlich cool. Ich habe hier 4 Magneten, 4 Neodym-Magneten. Man sieht sie auch wunderbar gegen das Licht durchschimmern, sehe ich gerade. Und ja, wie gesagt, ich habe hier mit 15% Infill gedruckt für die 3D-Drucker von euch, die das kennen. Hat natürlich auch gerade bei der Scheibe den Vorteil, dass hier kein großes Gewicht zustande kommt. Das heißt, das Einzige, was halt hier tatsächlich schwer ist, in Anführungszeichen schwer, sind die 4 Magnete. Und das Kugellager und der Rest ist tatsächlich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, Luft, in Anführungszeichen. Ne? Und also wie gesagt, ich finde das eine sehr gelungene, eine sehr schöne Geschichte. Genau, da gibt es noch ein kleines Update zum Aquarium, da entführe ich euch mal gerade. Ja, und auch hier erstmal danke für die Kommentare, die ich bekommen habe. Ihr seht hier, das ist so meine Kamera, meine WLAN-Kamera, wenn ich auf Arbeit bin oder weg bin, dann gerade am Anfang will ich dann immer gerne mal gucken, dass alles in Ordnung ist. Das ist so ein kleiner Screen von mir, ist wie bei den 3D-Druckern auch, genau, damit man halt auch entsprechend Vertrauen in das System bekommt. Genau, ich habe die Beleuchtungszeit ein bisschen runtergesetzt. Ich hatte den doch arg lang eingestellt. Da wurde ich freundlicherweise darauf hingewiesen. Ja, ist nicht ganz unrichtig, das stimmt schon. Wobei halt jetzt so die Sache ist, ne? Man muss halt auch immer ein bisschen jetzt gucken, wie viel Lumen hat man und ja, wie viel Liter. Das heißt, rede ich jetzt von einem Schwachlicht-Aquarium, rede ich von einem mittelmäßig beleuchteten oder halt eben von einem Starklicht-Aquarium, ne? Also ich würde hier mal nicht so weit gehen zu sagen, dass ich ein Starklicht habe. Also das ist de facto nicht der Fall. Wie gesagt, die Leiste hier oben, die hat 40 Watt. Ich müsste tatsächlich echt nochmal nachgucken, wie viel Lumen die hat. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Waren das 2000, waren das 4000? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es kann schon sein, dass die irgendwie so 90 bis 100 Lumen hat pro Watt. Naja, kommt hin. Bei der weiß ich es gerade nicht mehr. Da können wir aber drauf gucken. Da steht es. Wie gesagt, 3000 Kelvin ist halt warmweiß. Genau. Das heißt, 2400, ja, die große LED-Leiste hier, die hätte halt maximal 4000, also maximal. Und das da hinten, das selbstgebaute, das weiß ich gar nicht.
Das müsste ich mir jetzt ganz kompliziert erstmal von den Metern abrechnen und viel mal umrechnen dann auch noch. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe jetzt dieses Pflanzen-LED-Licht habe ich jetzt erstmal tatsächlich am längsten an, weil das halt jetzt nicht so brachial stark ist, damit die Fische später denn mal, wenn ich sie einsetze, irgendwann in ein paar Monaten, damit die halt nicht gleich so bam mit 1000 Watt geblendet und aus dem Schlaf geflasht werden. Deswegen dann lieber ein bisschen sanft aufwachen und sanft dann einschlafen. Genau. Ich habe die Hauptbeleuchtung habe ich jetzt von 8 bis 18 Uhr. Das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu viel. Ja, also ich habe, ja gut, klar, ich kann jetzt hier natürlich nicht sagen, bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ist ja alles relativ frisch drin. Ich muss das Ganze nochmal beobachten, ehrlich gesagt. Weil ich halt eben jetzt hier gerade nicht aus dem Kopf raus weiß, wegen der Licht. Ob das jetzt Mittel- oder Schwachlicht ist. Also wie gesagt, 2400 plus 4000 maximal sind wir also bei 6000. Rechnen wir noch ein bisschen Differenz ab. dann, ich weiß nicht, ob die Glasscheibe hier oben drauf, ob die auch noch mal ein bisschen was wegfrisst. Also sagen wir mal maximal 6000 Lumen und dann sind das ja hier 200 Liter. Ja, da gibt es ja so eine Formel, die habe ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aber vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus und kann das mir sofort in die Kommentare runterschreiben und sagen, oh, ist zu viel, zu wenig, Starklicht, Mittellicht, Schwachlicht, wie auch immer. Und dann kann man da nochmal gucken. Wie gesagt, ist jetzt der erste Tag, sind jetzt die 24 Stunden sind rum. Ich habe hinten nochmal so ein bisschen Java-Dingsbums, tralala, hier, man kann es, kann man sehen, ja doch, so ein bisschen kann man sehen. Ist jetzt natürlich ein blödes Licht zum Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe hier gerade, dass die dass der Fokus echt ein bisschen Stress macht, aber naja, ihr habt es ja noch von gestern im Sinn. Genau, also im Grunde sieht echt alles sehr gut aus, sehr dicht aus. Ich glaube, ich mache das nächste Update einfach mal, wenn die Hauptbeleuchtung an ist. Genau. Aber ansonsten hat sich nichts groß verändert. Das Einzige, was ich heute Nachmittag gesehen habe, das sah aus wie so ein kleiner Regenwurm. Ich weiß es aber nicht, wo der herkommen soll, weil wie gesagt, in der Erde, wo ich am Buddeln war, da war nichts drin, definitiv, weil die war furztrocken, A. Und weil die halt eben furztrocken war, konnte ich genau sehen, was im Prinzip auf dem Löffel lag, mehr oder weniger. Und der Wurm war, weiß nicht, bestimmt 3-4 Zentimeter groß, also nicht gerade klein. Also nicht gerade klein im Sinne, dass man es übersehen kann. Also das fand ich schon interessant. Und der schlängelte sich hier so ein bisschen lang und war am Gucken und so. Ja, weiß ich nicht, was der, wo der herkam. Muss ich auch mal beobachten. Vielleicht war er irgendwo im Holz drin, weil das Holz hatte ich draußen gehabt zum Trocknen. Das kann natürlich sein. War allerdings furztrocken, das Holz. Also wie gesagt, dass da ein Regenwurm reingeht, halte ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich. Weil so ein bisschen Feuchtigkeit brauchen die ja nun auch. Aber gut, wie gesagt, das war das Einzige, was ich so erstmal so gesehen habe. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, ich melde mich dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.